Ende. Aber Leute, eine Frage, schaut's mal. Wie findet ihr, was würdet ihr mit einem Kinderschändler machen? Würdet ihr jetzt wie Deutschland machen, einfach so einsperren und ja, der kann sogar Fernsehen angucken, mal anschauen, Fernsehen. Er hat sogar so ein großes, er hat sogar ein größeres Zimmer wie ich. Ich weiß, er hat ein großes Zimmer, sich. Was ist da los? Aber er kann dafür nicht raus. Er kann dafür nicht Master spielen. Ja, trotzdem. Er kann sich eine Xbox kaufen und da zocken, Mann. Ja, Digga, ich kann nicht Master spielen. Todesstrafe für mich. Spaß, ich kann noch wichsen dort. Nee, aber ganz ehrlich, weil so ein Kinderschändler, wenn, ich schwör mal, wenn ich der deutsche Staat, ich würde sagen, du darfst nichts machen, du darfst nur 20 Minuten in der Woche rausgehen. Ich würde ihn so richtig quälen, Mann. Ich würde den Elektroschocks verpassen, alles mögliche. Digga, steh an die Wand, bam. Problem gelöst. Was? Ich würde ihm sagen, steh an die Wand, bang, Problem gelöst. Ich würde, weil wenn in Afrika einer sowas macht, also Länder dort so, gibt's da so, ich würde, die werden gleich getötet, Mann. Mhm. Und dann Saudi-Arabien oder so, wenn es so Kinderschändler gibt's, Mann. Oh, Digga. Ah, ganz einfach, alles in Ordnung. Ist noch ein Nuklear. Eis, come on, DJ Tron. Was? Schlimm, Mann. Die Deutschen sind echt schlimm. Mhm. Eigentlich sind sie schon schlimm, aber. Man fickt ein kleines Kind. Man fickt ein kleines Kind. Das hat kein. Man fickt ein kleines Kind. Wie kann man sowas machen? Wie kann man sowas Ekelhaftes nur machen? Ja, Digga, du musst das auch so sehen. Es gibt ein paar Leute, die sind Fußfetische. Digga, was läuft denn mit dir? Weißt du nicht, was das heißt? Nein. Die mögen so Füße und lecken sie immer ab und so. Also, die finden es erotisch. Aha. Das ist doch voll psychopathisch, ja, oder nicht? Ja, das ist jetzt nicht so schlimm wie Kinderschänden, Mann. Ja, Digga, aber es immer, ist... Immer stehen die auf kleine Löcher, oder was? Okay, der war jetzt zu viel. Ist doch normal. Vielleicht mögen die ja da. Es gibt sogar Frauen, die Männer vergewaltigen, Mann. Mhm. Ganz ehrlich, ich frag mich echt, wie packt sie ein Dildo und fickt einen Mann in den Arsch, Mann? Ja, Digga. Oder bestimmt der Mann so, nein, ich will nicht, dass du mich fickst. Auf einmal bekommt so einen Steifen, nein, ich will's nicht. Du weißt schon, er will's nicht, aber bekommt einen Steifen, nein. Und dann fickt die Frau den Mann so. Oder sie fickt anders, du weißt schon, die peitscht den so aus, Mann. Gibt's auch so ein paar, die mögen das halt, du weißt schon, so Sexspiele, so peitschen. Ah, so ein Domina. Ja, genau, Domina. Schlimme Sache, Mann, wie kann man sowas machen? Wie ekelhaft. Es gibt welche, Domina. Der Mann scheißt und sie frisst die Scheiße, Mann. So ekelhaft. Du wolltest noch einen Cup. Ja, Two World Cup, Mann. Ja, das fand ich jetzt mein nicht so Lieblingsvideo, heftig. Wie ich das erotisch finde. Oh, jeden Abend reinziehen. Mann, ich hab's mir reingezogen, Mann. Ich hab's mir einmal reingezogen. Ich fand's nicht so eklig, also. Digga. Ich muss fast kotzen. Ich nicht, Mann. Ich hab einmal angeguckt, ich so. Okay, die sind verrückt und. Ja, ich. Ja. Ja, die ersten 3 Sekunden gehen noch. Die ersten 3 Sekunden sind ja, noch. Ich hab mir alles durchgespielt. Ich hab's mir alles durch angeschaut, 2-mal. Nee, weil gar kein Kotz gibt mir nix. Ciao. Und Albig, ne Frage. Und was gibt's so bei deinem Kanal? Was ist gibt's so bei meinem Kanal? Ja, gibt's da irgendetwas Neues? Nö, Standard. Standard-Mist, oder? Ach ne, ich schau noch Minilands jetzt an. Ich mach so ein kleines. Ah ja, stimmt, hab ich mir angeguckt. Du willst irgendwie so bewerten. Mhm. Wenn du willst, kannst du. Oh, egal, scheiße, ob ich das. Ich hab egal, gar nicht. Ich schau deins an. Meins. Ja. Meins ist gar nicht. Meins ist nicht so geil. Ich will es aber mal anschauen, komm. Nein. Doch, mein Miniland ist so geil. Ich hab ein. Dein Miniland ist scheiße, ey. Ja, Digga. Wenn ihr mein Miniland sehen würdet, Digga, das ist so geil, ne? Willst du mal in die Miniland sehen, Mann? Du wirst dir gleich glatt eine runterholen, Mann. Alter, ich hol mir schon jetzt gerade in meine Reihen runter. In mein Miniland, dann wird sie direkt wieder rausgehen. Oh, so geil. Oh, siehst du aus, ich hab sogar ein Warenhaus. Wollt ihr auch ein Warenhaus? Ich hab
Stoppen machen. Ich hab ein Skill-Ticket, ich hab ein Skill-Ticket. Ich hab. Schau ein Skill-Ticket. Ticket, ich hab ein Skill-Ticket. Ich hab ein Skill-Ticket. Ey, habt ihr vorgestern die SDS gesehen? Nein. Alter, ich hab kein RTL. Ich hab auch kein RTL, ich scheiß auf RTL. RTL ist so scheiße. Endlich mal jemand, Alter, alle meine Klasse reden so über DSS und so und ich so, ey, ihr Fotzenkinder, schaut bitte nicht mehr, ja, Leute. Man sieht es euch schon an, wie es euch das Gehirn rausfrisst. Hallo, ey. Das ist alles gespielt, Mann. Ja, das ist alles so gespielt. Ja, okay, Finale und so kann es schon sein, dass es vielleicht echt ist. Aber am Anfang nicht, nein. Die wurde eh bezahlt, da diese Häslige auf Facebook überall da, ey. Ja, da kommen so hässliche Menschen und singen, können nicht mal singen und singen da einfach so, man, absichtlich, Mann. Also, aber jetzt erzählt mal der andere. Was? Der andere muss jetzt erzählen, was er sagt. Ich hasse RTL, Mann, die sagen Sachen über Gamer und kaufen sich Sachen, du weißt, sie kaufen sich etwas, wo sie Geld machen durch Gamer und die sagen schlimme Sachen über Gamer. So dumme Missgeboten und die so, oh, okay. Und dann sagen sie so, ja, Entschuldigung, so voll die behinderte Entschuldigung und so. Ich dachte mir echt, Mann, ich schwör, verpisst euch, Mann. Und dann sagen die so, ja, Gamescom. Da waren so zwei geile Weiber, gell? Ja, ich weiß schon. Da hast du es angeguckt, gell? Hey, Mann, wer konzentriert sich auf die Gamescom auf Weiber? Da interessiert sich jeder nur auf Spiele. Spiele ist das Wichtigste in diesen Tagen halt. Scheiß auf Weiber. Weiber kannst du die nächsten 300... Weiber kannst du da vor der Tür da auch ballern oder so, ey. Ja, aber doch nicht drinnen, gehen. Mann. Drin ist scheißegal, Mann. Du willst einfach nur zocken, Mann. Du willst nur ein Spiel ausprobieren und nicht irgendwelche Weiber. Du kannst die nächsten 360 Tage, da kannst du Weiber suchen, Mann. Oder nicht, das ist dann nur einmal im Jahr. Wie lange ist es immer? Eine Woche? Kann sein. So ungefähr eine Woche oder so. Ah, schlimm, Mann. Digga, das finde ich ja recht. Okay, haben wir genug über RTL gelabert? Nee, noch nicht. Okay, diese Fotzengesichter, ne? Wie Frauentausch oder so. Boah, Digga, schieß mich sofort, bitte. Nein. RTL am Morgen, bitte. Schau dir RTL mal am Morgen 5 Minuten an. Ich hab kein RTL. Ich hab schon, aber ich sag's dir, schau's dir nicht an. Ich hab's mir diese Frauentausch und so. Meinst du diese Frauentausch? Ja, bitte. Immer diese hässliche Frauen, Mann. Mit ihren... Bitte, schau's dir nicht an, ohne Scheiß. Ich hab's mir vor 4 Jahren angeguckt, Mann. Nee, Mann, das war... Oder da dieses, Berlin Tag und Nacht und so, boah, Schiss. Oder Köln. Nein. Oder Köln 8005, keine Ahnung, was hier ist. Ja, vor allem, was macht die Zahl dort, Mann? Die Zahl, da macht gar nichts verloren, ey. Wahrscheinlich Postleitzahl. Und die Fotzen in meiner Klasse, die schauen das noch. Boah. Wie kann man blöd sein, Mann? Und die denken bestimmt, das ist echt, Mann. Was ja, doch, das ist natürlich echt. Nee, das sind nicht Schauspieler, das ist echt abgefilmt und so. Ja, Mann. Tümmer! Das kann ich noch schauen, das kann ich schauen. Comedy Central Best. Tümmer! Okay, ich hoffe. Was geht da? 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 So geil. Hey Leute, soll ich da euch was sagen? Was geht da? Ey. Das wollte ich in deinem Video eigentlich sagen, wo du gesagt hast, Untaufig ist mit dabei. Habe ich mir überlegt, soll ich so was klar sagen, aber. vielleicht verstehst du es ja nicht. Voll viele kennen es ja nicht. Ah, doch, das ist auch bei diesem, wie heißt nochmal diesen Film? Movie. Scary Movie. Ja, Scary Movie, da ist auch. Was geht ab? Was geht ab? Und dann wird er doch später irgendwie abgestochen oder so, oder getötet. Ja. Das ist doch die Comedy-Version von, voll vielen Horrorfilmen. Keine Ahnung, kann schon sein, ja. Ja, das ist alles irgendwie Comedy von einem Film oder mehreren Filmen. Ja. Zum Beispiel bei Scary Movie 3, glaube ich, ist da Exorcist dabei. Ah, ja, genau. Da sagt er so, weck mich, ja. Die geht so mit drauf. Ja, da fickt er sie so, wirklich so. So. Fick mich! Und dann macht sie so mit ihren Lippen und mit ihrem Mund so. Und dann die kotzen sich so an. Ja, Mann. Alter, mein Kopf tut, mir ist echt schwindelig. Ibig?
Und was geht in deinem Bauernhof so ab, Albig? Alter, Digga, ich muss jetzt mal was erzählen, ne? So über die Schweiz, ne? So offiziell, damit ihr nicht denkt, das sind Vorspannen. Okay. Nur so, es sieht genauso aus wie in Deutschland. Also, ohne Warst du Scheiß schon mal in jetzt. Deutschland? Ja, ich war Scheiß schon in Ausländer, warst du schon Deutschland. mal in Deutschland? Ja, ich war schon mal in Deutschland. Du warst schon Ich Essen, war. Ausländer, aber kein Deutsch. Ja, aber weißt du, wir reden in der Schule so wie ihr, eigentlich so, also mit den Lehrern, eigentlich reden wir so wie ihr da und auf dem Pausenhof reden wir dann so normal. Okay. Das war jetzt das Erste, ne? Digga, hast du verstanden, Digga? Ja. Digga, hast du verstanden, okay. Ja. Dann, die Schweiz sieht einfach genau gleich aus wie Deutschland. Das heißt, wir haben auch Internet. Halleluja. Das ist schon mal die Nein, erste wieso? Feststellung. Was? Digga, Okay, es hat auch ihr habt Internet. Hochhäuser. Wir haben auch, okay, Ja. vielleicht nicht so große, aber wir haben auch Hochhäuser. Ja, Bauernhöfe. Digga, in der Stadt haben wir auch keine Bauernhöfe, nur so Doch, als das ist super, das Ding. ist so bei euch. Mehrere Bauernhöfe auf einmal, aber man sieht es halt nicht. Nur von der Luft sieht man. Aha, da ist ein Bauernhof, aber man sieht es halt nicht Ja, aber von oben ist. Digga, ich lebe so in einem Dorf, oder aber in einem fetten Dorf, weißt du so. Ja, Hast du Bauernhof. ja. Nee, nee, ey, Ja, fetten Bauernhof. Digga. Okay, ne? Bei uns, da gibt es keine Bauern. Doch. Nein! Jetzt normaler Tech aus! Ihr denkt alle, wir sind so voll Bauern, alle, jeder in Ey der Mann, Stadt ist ein Bauer. wer macht dann den Käse? Die Bauern. Nein, ihr seid. Also seid ihr Bauern. Digga, der wird aus Russland importiert. Nur Das sowas wird. kann ich sagen. Digga, ihr seid reich. Digga, sicher sind Ey wir Mann, reich. Schweiz. Ey, ich glaub echt, Weißt Schweiz du ist warum? reicher wie Deutschland, Mann. Ich weiß, Ist auch so. unsere Deutschland. Weil Einkommen ist sicher aus Deutschland. Deutschland mit ihren Hartz IV und alles, was sie an Geld verschenken. Und dann noch, die verschenken sogar Geld an den Banken, Milliarden. Die Banken sind die größten Abzocker der Welt, Mann. Ich schwör mal ganz ehrlich, Banken sind die größten Abzocker. Noch größere Abzocker wie Hartz Schwester. IV. Banken sind um 1 Million mal größere Abzocker wie Hartz IV, Mann. Ist Ja einfach so. gut, unsere In Schweiz. Banken sind halt geheim. Ey. Ey. Ich habe gehört, man darf in Schweiz nur 120 Ja, ich Ja. weiß. Aber Alter. Deutschland kann so schnell fahren. Nee, in Deutschland nicht überall. Nicht Nein, nicht überall, überall, aber überall. es gibt Doch, weißt du viele. wieso? An der Grenze zu der Schweiz nicht, weil wir sonst immer unsere Autos ausprobieren. Ach Guck mal, so, ach wie so, ach soll. so. Ey. Ey, wie ich's mir so vorstelle, du fährst so mit 200 Sachen so von Deutschland nach Schweiz. Auf einmal wird alles so 120 verringert. Und dann so, ich aber langsam hier. Was? Ihr seid zu Spaten, glaub mir, ihr seid zu Spaten. Ihr seid zu Spackos, ne? Weißt du, warum ihr so reiches Land seid? Warum? Weil wir müssen, weil wir können ja nicht von 200 auf 120 direkt bremsen. Ich stell so 200 von diesen Dingern, wie heißen die? Diese Blitzer auf. Man sieht erst in 5 Minuten nicht die Straße. Mich dissen ist wie wichsen, du fickst dich nur selber. Nein, Spaß, aber in Österreich sind die schon höflich. Zum Beispiel steht da in Österreich so versteckt hinter der Chipspackung: Clown ist unerwünscht. Nein, 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 Und in nein, 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 Deutschland, nein, 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 und in nein, Deutschland, und in Deutschland, und in Deutschland, wenn du in ein Geschäft gerade reingehst, ist da so Riesenschild: Man darf hier nicht klauen. Man darf hier nicht klauen. Wenn sie beim Clown erwischt, müssen sie 100 € Strafe bezahlen und dann werden sie angezeigt. Und dann nein. Einmal, ich hab. Digga. Einmal ganz ehrlich, wer hat nicht geklaut? Was? Wer hat in Doch, seinem ich hab. Leben nie geklaut, Mann? Alter, Doch, ich ich hab wurde schon. schon erwischt, ich hab in dem Laden wegen dem Ladenverbot. Einmal, ich hab einmal geklaut, Digga. Digga. Ich hab einmal geklaut, da war ich so 7 Jahre alt, also ganze Hof hat so Ediger geklaut, Digga. Ich schwör, ich klau so, immer so. Jedes Mal, wenn ich einkaufen gegangen bin, habe ich mir ein paar Schokoriegel so gepackt. Auf einmal erwischt mich diese Frau, sie so, scheiße, ich hab Schock des Lebens bekommen. Ich hab den ganzen Tag rumgeheult. Und später bin ich einfach irgendwie bin ich entkommen. Ich sag meinem Kind auch mal, nimm das, nimm das, nimm das. Was Nein, soll weil diese die waren ja Panik weg, bei gell? Die dir? so, hey, warte hier. Und ich hab so geweint und so. Und dann bin ich einmal ganz gechillt gegangen und sie haben nichts gemerkt. Und bin dann nie wieder gekommen. Ja. Oh. Und Bei seitdem mir war an das habe ich so. nie wieder was geklaut, Mann. Also seit, warte mal, ich bin seit
dass man da seit 13 Jahren Clown clean oder wie okay, Digga, ich habe jetzt auch noch eine Frage. Wer ist noch nie schwarz gefahren? Jeder. Habt ihr schon mal was, ihr seid noch nie schwarz gefahren? Doch. Ich hab's doch einmal geschafft, wo ich schwarz gefahren bin. Sie haben mich erwischt und bin, ich schwör mal, ich bin entkommen. Ja, ich bin so, die so, Fahrkarte bitte, ich so, ja, warten Sie kurz, meine Fahrkarte ist in der Schultasche, gell? Nächste Station steige ich einfach aus und gehe lauf weg. Das war so geil, Mann. Richtig, richtig gelingt, Mann. Digga, bei uns ist immer so, niemand hat eine Karte, oder niemand hat eine Karte. Dann immer, ja, wenn die Kontrolleur kommt, springen einfach alle im Zug umeinander, oder? Das ist voll psychopathisch bei uns, ohne Scheiß. Immer. Das ist bestimmt so, immer wenn ein Kontrolleur kommt, gehen so 200 Leute raus. 200 Leute nicht gerade. Nein,